Wir haben was Neues entdeckt und damit kann man die Kette einfärben. In unserem Fall jetzt in Pink und es riecht auch saugeil. Wie echter Huba Buba. Am liebsten würde man einfach nur reinbeißen. Also erstmal Kette sauber machen und dann von außen anfangen. Laut der Beschreibung. Schauen wir mal, wie gut es wird. Ich drehe das mal ein bisschen. Also das ist auch unser erster Versuch. Wir wissen selber noch nicht, was rauskommt. Auf Instagram hat man aber schon Bilder davon gesehen. Und dann mussten wir es natürlich gleich probieren. Was schon drauf ist. Ja. Ne? Also das vermischt sich auch und verliert dann auch die Farbe. Mhm. Also so geht's, aber dann muss die Kette wirklich komplett sauber sein. Noch pinker wird. Ja. Und dann wird's richtig pink sein. Also das ist ganz klar. Ja, cool. Fazit. Mehr möchte ich jetzt nicht nennen. Ist auf jeden Fall pink geworden. Aber ist noch nicht maximal pink. Okay. Wie gesagt, man muss ja echt die Kette noch richtig sauber machen. Wenn die richtig sauber ist, dann sieht man das auch, dann wird das auch so richtig pink.